Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Pokémon Omega Rubin in der Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, im letzten Part habe ich nicht gesagt, in der Randomizer Nuzlocke Challenge oder sowas. Ich habe jetzt ein schlechtes Gefühl bei der Begrüßung vom letzten Part, aber tut dich zur Sache. Im letzten Part ist übrigens auch was Unschönes passiert. Seht ihr es im Rahmen? Erstens, wir haben ein zweites Trashy gefangen. Zweitens, wir haben Flötenkopf verloren. Uncoole Sache, das. Richtig uncoole Sache. Könnt ihr mir glauben. Deswegen müssen wir den guten Flötenkopf gleich mal weglegen. Es sollte wohl einfach nicht sein. Ah, wir machen die Box jetzt einfach zum Friedhof. Auch wenn Shiny Tunnel streng genommen nicht tot ist, aber wir werden es nicht verwenden. Was hast denn du? Metacross Need, okay. Interessant. Dann machen wir erstmal einen Friedhof hier raus. So, Himmel. Wundervoll. Aber so ein Name. Box 7, was soll denn das für ein Name sein? Das sehe ich ja gar nicht ein. Das ist selbstverständlich der Friedhof. Der Friedhof? Ich weiß nicht, was im Friedhof, das Besondere im Friedhof ist. Im Friedhof, da liegen die toten Pokémon. Die, die nicht mehr wiederkehren. Boah, das ist ein ziemlich deprimierender Ort, der Friedhof. Ah. Oh Mann, das tut mir ein bisschen leid. Ich hätte es echt gern noch behalten, aber ich kann nicht. Ich habe es mir ja auch nicht so ausgesucht. Ich wollte nicht, dass es so kommt. Moment. Wenn ich schon mal hier bin. Meine Schwester Joy. All meine Pokémon und danach. Ich weiß, es ist gerade Winter und die Vorweihnachtszeit, aber meine Güte. Die kleinen Speckröllchen. Also, du musst am Tag ein bisschen joggen einmal oder einmal die Woche. Nur dann ist das auch alles wieder weg, weißt du? Du versuchst es gar nicht mehr. Es ist, schrecklich. Sie hat einfach schon abgeschlossen mit sich selbst. Hat sich so gehen lassen. Genau wie alle anderen Schwester Joyce. Das macht mich wirklich jedes Mal aufs Neue ziemlich traurig. Aber ich kann auch nichts dran ändern. Trank! Yay. Hi, du guter Trank. Und hallo du, mein guter. Mein Pokémon, der ist super stark, überzeug dich selbst. Okay. Solange du keinen fucking Meryl hast, das einen fucking Walzer drauf hat, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich das Gefühl, dass ich diesen Kampf hier durchaus überstehen könnte. Aber wenn du Meryl hast mit fucking Walzer, der einfach verdammt doch mal nicht daneben gehen will, dann ist das uncool. Dann möchte ich dich bitten, dieses Spiel hier zu verlassen. Dann bist du hier nicht mehr willkommen, okay? Wir wollen dich dann hier nicht mehr. Wir sagen dann einfach weg mit dir. Du bist hier dann echt nicht mehr willkommen, mein Freund. Und mein Freund sage ich nicht, weil wir Freunde sind, sondern keine Ahnung, einfach nur so. Ah, glaub mir, wir sind keine Freunde, Alter. Glaub mir. Dann frisst den Flügelschlag, mein kleines Macholo. Und kein One-Hit. Er fokussiert er seine Energie, aber es bringt ihm nichts. Er frisst noch einen Flügelschlag. Boom. Das war's dann wohl mit Macholo. Aber hey, ich hätte auch super gerne ein Macholo, wobei ich es nicht weiterentwickeln könnte. Das wäre auch ein bisschen blöd. Vielleicht werden wir aber auch noch eins fangen. Könnte durchaus passieren, also wundert euch nicht. Boah, hier hätte es sogar einen Abra gegeben, glaube ich, im hohen Gras. Oh, wäre das cool gewesen. Aber wir haben ein zweites Zickzacks. Hype. Hey, Wanderer Man. Was geht ab, Alter? Was geht ab, Mann? Der Metaflur-Tunnel. Der Lucius. Hey, grüß dich, Lucius. Wie geht's dir? Geht's dir gut, ja? Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Kleinstein, frisst die Aquaknarre. Voll angespuckt und doppelt effektiv und Step und alles super. Okay, mit Kleinsteins scheint Birde durchaus fertig zu werden. Was mir Sorgen macht, ist nur diese verdammte Nasgnet. Nasgnet könnte wirklich, wirklich, wirklich ein unschönes Problemchen darstellen und werden. Das wird uncool, Leute. Also in der Arena dann. Fucking Robustheit. Fucking Walzer. Leg mich, Kleinstein. Friss die Aquaknarre. Und da ist es down. Wundervoll. Ja, du bist ganz schön anstrengend. Ja, geh dir noch einen Burger holen, Schwabbel. Willst du noch einen Keks, mein Kleiner? Willst du noch einen? Ja? Noch ein bisschen was? Hm. Fetter Schwabbel, Wanderer Mann. Widerst mich an, Alter. Widerst mich an. Ich gehe jetzt. Puh. Ich spucke auf dich. Ich habe noch einen Eneko gehört. Warte mal, gab es hier nicht irgendwo dieses... Gott, was war das?
dieses Sonnenbrillen-Item, Dunkelgläser oder so, die Unlichtangriffe verstärken. Ich meine, nee, Moment, die waren beim Feuerdurchgang-Teil. Nee, die sind nicht hier, die sind woanders. Was haben wir denn hier? Der Metaflur-Tunnel verbindet Metaros City und Wiesenflur, durch Bauarbeiten. Bauarbeiten bedeutet, da liegen zwei Felsen im Weg und da kommt keiner durch, weil sie alle Idioten sind. Ich glaube, hier gibt's für uns noch gar nichts zu holen. Hier müssen wir erst später hin. Pokéball! Woo! Der Pokéball, der aussieht wie ein Pokéball. Wie schön für uns. Okay, was fangen wir hier? Komm schon, irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles! Ein Flurmel. Ein Flurmel. Ist eine coole Sache. Krabums kann durchaus stark werden. Und was ist denn das die ganze Zeit jetzt mit diesem weiblichen Pokémon? Das ist ja widerlich. Oh, der Widerhall. Dieselbe Scheiß wie Walzer. Könnt ihr mal alle damit aufhören, bitte? Ist ja widerlich. Und du bleib jetzt da drin, Flurmel. Bleib da drin. Drin bleiben. Bleibst du da drin? Dankeschön. Klasse, Flurmel wurde gefangen. Oh, Junge, ist das klasse. Ich raste ja fast ein bisschen aus vor Freude. So klasse ist das. So, was kannst du denn, Flurmel? Weiblich, Flüster. Klar, als ob es flüstern würde. Normalerweise ist Flurmels Stimme sehr leise. Selbst mit größter Anstrengung ist sie kaum hörbar. Wenn dieses Pokémon jedoch eine Gefahr wittert, stößt es ohrenbetäubende Schreie aus. Es ist übrigens auch insgesamt das Ding von dieser Entwicklungsreihe, dass die alle nur um Rumschreien sind. Deswegen ist natürlich ganz klar der Screamer. Der Screamer. Screamers wird super. Finde ich jetzt übrigens auch gar nicht so schlimm, dass wir es gefunden haben, weil ich glaube, Krawumms könnte durchaus stark werden. Ich habe noch nie eins trainiert, genauso wie ein Wingull. Das stark werden kann, weiß ich jetzt gar nicht. Wir lassen es aber mal ganz cool auf uns zukommen alles. Und werden wir mal sehen, wie sich alles entwickelt hier in der Nasog-Challenge. Ja, mit den Pokémon, die keiner haben will, die jetzt trainiert werden. Wundervoll. Metaros City. Der Metallrost. Oh Gott, Leute. Wir gehen jetzt das letzte Mal zum Pokémon Center und dann... Oh, shit. Dann geht's in die Arena. Oh, das wird so uncool. Das wird so uncool. Auf welchem Level entwickelt sich eigentlich Birde? Seit wann wird denn hier so die Perspektive gewechselt, wenn man im Pokémon Center ist? Das war seltsam. Okay. So. Birde ist ganz vorne. Aber Birde, ich habe das Gefühl, oder insgesamt alle, ich habe das Gefühl, ihr habt richtigen Heißhunger auf Siedelbeeren. Beziehungsweise ihr wollt welche bei euch haben. Das sehe ich euch doch an. Ihr habt gerne Siedelbeeren um euch. Köstlich. Und du noch, Screamer. Der Rest, macht doch, was ihr wollt. Okay, Leute, wir gehen jetzt los in die Arena. Ich bin sowas von nicht bereit dafür. Ach du Kack, wie sieht das denn aus? Hi. Oh, guten Tag. Du bist ein neuer Herausforderer, stimmt's? Ich bin die Arena-Leiterin von Metaros City. Mein Name ist Felicia. Das ist ein sehr moderner Name, junge Frau. Ich bin Arena-Leiterin geworden, um das Wissen, das ich mir in der Trainerschule angeeignet habe, in der Praxis anwenden zu können. Oh, einer von diesen Studententypen. Denken, weil du was in der Schule gelernt hast, dass dir was in der Praxis auch bringt. Bist du schief gewickelt, junge Dame? Schief gewickelt! Wenn du mich in einem Pokémon-Kampf besiegst, übergebe ich dir einen Orden als Beweis deiner Stärke. Also, fordere mich heraus. Ich freue mich schon auf unseren Kampf. Bis dahin. Ja, bis dann. Ich werde dich sonst von herausfordern. Hi. Du solltest uns drei aus der Arena nicht unterschätzen. Ich werde dir zeigen, warum. Könnt ihr Walzer? Falls ja, dann möchte ich euch wieder mal bitten, das Spiel zu verlassen. Dann seid ihr hier nämlich nicht mehr willkommen. Oh, ich bin mir so sicher, dass die Kack-Kleinsteins allesamt Robustheit haben. Und warum sollte ich euch nicht unterschätzen wegen dem Level 7 Kleinstein? Willst du mich verarschen? Da Robustheit. Seht ihr? Das nervt. Er macht nein. Das ist dumm. Ein Igler. Trottel! Friss die Aquaknarre, du Idiot! Buah! Wundervoll. Ciao, Kleinstein. Und noch ein Kleinstein. Oh, Junge. Ich glaube, die haben jetzt alle Kleinstein, bis auf die Arena-Leiterin. Die hat einen Nasgnet und ansonsten auch nur Kleinstein. Ist jetzt nicht die abwechslungsreichste Arena, muss man ganz klar sagen. Ich hätte dich nicht unterschätzen dürfen.
Ich glaube, vorhin hattest du noch eine ganz andere Stimme. Mir egal, kleiner Mann. Hättest mich nicht unterschätzen dürfen, das war dein Fehler. Aber ich verzeih dir, weil du noch jung und dumm bist und dir fehlt die Erfahrung, um zu wissen, dass du dich hier mit dem Teufel eingelassen hast. Das kann er ja noch nicht wissen. Und ein Kleinstein. Oh Junge, diese Arena, die strotzt nur so vor Abwechslung. Ich raste. Nein, fuck. Den wollte ich nicht, aber egal, dann gibt's auch keine Robustheit für dich. Und, Alter, der Tackle macht mehr Schaden als... Ach so, bist auch schon Level 10. Aber trotzdem, der Tackle hat ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Ich hoffe doch, dass das jetzt ein Level-Up für die gute Birde gibt. Birde? Für die gute Birde? Birde, ein Level-Up bitte. War es jetzt echt zu viel verlangt, ein scheiß Level-Up zu bekommen? War es etwas zu viel verlangt für dich, Birde? Ja, okay, gut. Gut zu wissen, dann weiß ich ja, woran ich bei dir bin. Okay, das werde ich mir merken für die Zukunft. Das merke ich mir. Verdammter Vogel. Muss ich schon wieder einen Trank für dich verschwenden. So, hi. Ich werde die Stärke des zweitbesten Schülers dieser Trainer... Dich die Stärke des zweitbesten Trainers dieser Trainerschule spüren lassen, okay? Schulkind Ariane. Ein Kleinstein. So, und das bringt euch eure Lehrerin also bei, wie ihr am besten sinnlose Pokémon verwendet und allesamt dieselben. Und dann von einem einzigen fucking Wingull allesamt gewonnen-hittet werdet. Ist es das, was sie euch beibringt? Ist eine gute Lehrerin. Ist eine gute Lehrerin. Kann man nicht anders sagen. Enttäuschung pur, jetzt bin ich nur noch die Nummer 3. Wohl eher die Nummer 4. Ta! Oh Gott. Ist das ein fucking Kaputops? Moment mal. Könnte ich mir das bitte mal genauer an... Ich würde mir gerne das Kaputops näher anschauen, aber ich kann nicht. Oh, ich würde es echt mal gern genauer sehen. Das scheint mir ziemlich cool zu sein. Ah gut, liebe Leute. Ich würde mal sagen, es wird kein Weg dran vorbei. Wir fordern sie jetzt einfach mal heraus und schauen, was so passieren wird. Ja, wir haben keine andere Wahl. Okay. Ich entschuldige mich für dieses Ausatmen. Sollte ich nicht machen, es klingt bestimmt schrecklich. Aber fordern sie heraus. Das könnte jetzt übel werden. Ist es ein Dragoran? Ich hätte auch gern Dragoran. Das wäre super. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich war mir sicher, dass du und dein Pokémon-Team es bis hierher schaffen würdet. Dann zeig mir doch mal, welche Pokémon du ausgewählt hast und was für eine Taktik du zurechtgelegt hast. Aha. Was war denn das jetzt für ein komischer Handshake? Sollte der etwa angsteinflößend sein? Ich zittere, liebe Felicia. Ich zittere! Befreie mich von dem Zittern! Zwei Pokémon hast du. Oh, dieses Kleinstein hat ja mal sowas von Robustheit. Ihr habt noch nie so viel Robustheit auf einem Haufen gesehen, Leute. Das sage ich euch jetzt schon. Da! Robustheit! Oh Gott, es macht nur Tackle. Das ist gut. Auf der anderen Seite auch scheiße, weil jetzt noch... Oh, dieses Nasknet. Dieses Nasknet macht mir Angst. Der Trank ist verschwendet. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Denn dadurch kann sie ihr Nasknet nicht auffallen. Das ist eine wirklich verdammt gute Sache, Leute. Also müsst ihr zu schätzen lernen. Nasknet, da ist es ja. Oh, ich kann jetzt auch nicht auswechseln und irgendwie meinen Birde voll auffallen. Ich habe nichts zum Zeitschinden. Ich habe insgesamt gar nichts. Oh, was mache ich denn? Was für eine Trefferquote hat denn der Superschall? Lass mich das mal eben nachschauen. 55, das ist mir zu wenig. Ich glaube, ich sollte einfach offensiv vorgehen und das Beste hoffen. Okay. Das Beste reicht nicht. Shit. Oh, shit. Wie viel Verteidigung hatten Birde? Birde, Birde, Birde. Wie viel Verteidigung hast du? Das ist nicht viel, oder? Du hast so viel Verteidigung wie ein Level 8 Trashy. Nein, nee, du hast mehr. Ah, shit. Shit, 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 shit. Aber Verwirrung würde, wenn der Superschall trifft, garantiert die Verwirrung auch nicht, dass Nastilet nicht angreift. Ich muss einfach weiter meine Aquaknarre durchziehen. Okay, noch ein Treffer, haben wir es geschafft. Oh, yes! Fucking Nasknet! Friss die Aquaknarre! In deine fette Nase, Alter! Er gibt ja um wie ein nasser Sack. Yes!
Das hätte schief gehen können, Leute. Ich glaube, hätte ein Felsgrab getroffen, wäre mein Beard down gewesen. Das habe ich wohl verloren. Es gibt doch eine Menge zu lernen für mich. Ja, lern mal besser, deine Pokémon anständig zu trainieren. Ernsthaft, die sind echt nicht so stark. Ich verstehe schon. Ja, gut. Wenigstens ist sie einsichtig. Das ist ja auch schon mal was wert. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arenaleiter besiegt haben, das hier erhalten. Bitte nimm den offiziellen Steinorden der Pokémon-Liga an. Oh, yeah. Offizieller Steinorden. Den nehme ich mit. Wundervoll. Amopi Männlich erhält den Steinorden von Felicia. Der Steinorden ermöglicht es dir, die VM-Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Wow! Außerdem hören alle Pokémon bis Level 20 auf dich, auch solche, die du von anderen Leuten erhalten hast. Und DTM Felsgrab. Ist an sich ein cooler Angriff. Ich glaube, hat leider keine 100%ige Volltrefferquote, aber senkt die Initiative, wenn er trifft. Oder? Ja, senkt die Initiative. Ja, ja, ich weiß, wie man TMs benutzt, liebe Felicia. Das ist mir durchaus bewusst, gute Dame. Das ist nicht so. Das ist ein fucking. Das ist kein Wheelie, das ist ein Lilip. Wie Lilip ist das denn? Oh, Moment. Hat man jetzt die ganzen. Moment. Moment, ich muss nochmal rein. Oh nein! Platz auf! Habt ihr die Rennanimation gesehen? Boah, war die scheiße! Platz da aus dem Weg! War echt nicht gut. Oh, warte! Warte doch bitte! Du kannst mich doch hier einfach mal erwarten stehen! Okay, ich habe das Gefühl, der Professor, der hat gerade einen akuten Anfall von Weiblichkeit und fängt voll an zu weinen. Ah, wie ein kleines Mädchen. Hey, Professor! Ist wieder der eine Tag im Monat erreicht, beziehungsweise die paar Tage im Monat? Ist dem so, ja? Rennst du es wie ein Mädchen und fängst an zu weinen? Das gilt übrigens auch für dich, Schwester Joy. Ich weiß, die Dinge, die ich sage, sind nicht nett, also sie sprechen der Wahrheit. Du musst nicht immer anfangen zu weinen. Also ich muss mal wieder. Okay, ich gehe dann wieder, Schwester Joy. Ich habe das Gefühl, mit dir kann man einfach nicht diskutieren. Und zwar gehen wir erstmal... Moment, wir behalten Trash Arena. Trash Arena hat nämlich einfach eine bessere Fähigkeit als Trashy Junior. Außerdem ist ein weiblicher Trashy eh nie ein richtiger Trashy. Ja, ich möchte eine Attacke verlernen lassen. Trash Arena, du verlernst den Heuler. 1, 2 und schwupp! Okay, Trash Arena kann zerschneiden. Das ist wundervoll. Jetzt können wir nämlich Büsche zerschneiden. Ja, hätte niemand gedacht, aber es ist tatsächlich so. Das entspricht der Wahrheit. Und zwar werden wir jetzt den Busch hier zerschneiden. Ich weiß zwar nicht, was dahinter ist, aber ich möchte es haben. Trashy Arena! Beleber! Woo! Das eine Item, das mir überhaupt nichts bringt, beziehungsweise eins der beiden Items, die mir nichts bringen. Es gibt natürlich noch den Top-Beleber. Der bringt genauso wenig. Und noch eine pflanzliche Version von dem Top-Beleber. Es bringt mir alles nichts, deswegen scheiß drauf. So, ja, ich möchte die zerschnibbeln. Dann gibt's auch irgendwas Cooles, oder? So, hier gibt es. Ein Trainer, okay. Hi. Und? Superball! Das ist nicht so doll. Was ist das da für ein Stein im Eck? Was ist für ein moosbewachsener Stein? Die gesamte Oberfläche ist mit Moos überzogen. Ein angenehmes Gefühl, wenn man es berührt. Ich glaube, da kann man Evoli zu Blattana entwickeln. Wenn man da steht. Wo will ich jetzt über... Ich glaube, das war's. Hier gibt es nur den Stein da drüben. Ja. Gut, insofern würde ich sagen, wir gehen einfach wieder. Wir gehen wieder. War ganz nett zu wissen. Falls ihr wissen wollt, wo ihr euer Evoli zu Blattana entwickeln könnt, dann würde ich mal sagen, warum googelt ihr sowas nicht? Aber hey, wenn ihr es nicht gegoogelt habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Wisst ihr jetzt, wo man es machen kann? Nämlich da drüben. Na, ich bin auch begeistert. Ich bin sogar so begeistert, dass ich sagen würde, wie das Ganze hier weitergeht, sehen wir am nächsten Part. Vor allem sehen wir dann, was es mit dem Forscher auf sich hat. Und dem Team Magma-Rüpel im Pyjama, der wie ein Vollidiot rennt. Das wird super. Bis zum nächsten Part. Gute Nacht.